Ja, hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein paar Aufträgen zugetan oder beziehungsweise der Hauptaufgabe zugetan und dort ein paar Pläne abgeholt, gestohlen, denen wir jetzt nachgehen werden, um eine gute Dame, eine Maria, glaube ich, hieß sie, zu suchen, um dann zu unserem Hauptziel vielleicht wieder einen Schritt näher zu kommen, zu dem wir auch ein Gesicht ja mittlerweile haben, das wir bei unserem letzten Attentat, oder Hauptattentat, muss ich ja sagen, sehen konnten. Mich wundert nur, dass wir so wenig mit den Assassinen selber jetzt reden gerade, sondern nur mit unserem Napoleon und mit Elise gerade. Naja, mal sehen, was jetzt auf uns wartet hier in dieser Hauptmission. Ob wir schon das nächste Ziel vor Augen bekommen oder ob wir erst noch was anderes erledigen müssen. Elise würde es uns ganz bestimmt sagen. Die Horta spielen. Ja, erstmal natürlich wieder der Ladebildschirm, der übliche, man kennt es ja nicht anders. Und dann kommt wohl das Gespräch mit unserer guten Elise. Du hattest recht. Marie Levesques Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert. Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levesque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Gut, dann ist dem wohl wirklich so. Diese gute Madame ist unser nächstes Ziel. Ja, dann werden wir dem doch mal nachgehen, würde ich sagen. Und schalten das nächste Ziel aus. Ich bin ja mal gespannt. Hilfe, Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Pulver klingt nach Ablenkung. Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Da ist ja die gute Dame. Entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Ja, ein Mann? Wer ist denn der Mann? Gut, da müssen wir also rein. In dieses Gebäude. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Es gibt 3 Fundstücke, 47 Zugänge. Meine Fresse, das sind mal einige. 60 Wachen und 9 Alarmglocken. Ich glaube, diese Mission könnte was länger dauern. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir dort reinkommen. Ungesehen. Ich schau grad mal, das, was ich da unten... Mach es dir nicht unnötig schwer, alter Mann. Anrichten kann. Ob das uns hilft. Hilfe! Es gibt 2 Möglichkeiten. Jetzt drück das Pulver raus. Na komm schon. Einmal runter. Hilf mir, bitte! So. Meins und. Nummer 2. So, hallo? Seid ihr wohl auf? Alles gut. So. Da haben wir jemanden gerettet. Verspreche ich euch ein großes Spektakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da. Gut, ich folge dir gerade mal. Beinahe geschafft. Ey, das hast du gerade schon mal gesagt. Du bist gerade mal 5 Meter weitergerollt. Achtung! Holen wir es uns. Nee, ich hole euch. Zack, Nummer 1 und Nummer 2. Vorsicht, hier kommen noch mehr. Noch eine Bande. Das ist noch mehr. Ja, drehen, drehen, drehen. Das sind aber viele. So, einmal ein bisschen Rauch und dann schalten wir den mal gerade aus. Teufel, das ist... Da bist du ja. Und der letzte...
der doch gut austeilt. Hier, friss das und das. So. Ich weiß noch nicht, was uns das Ganze bringt, was wir hier gerade machen. Aber falsch kann es nicht sein. Wo will der denn hin? So. Interagieren. Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Gut, hätten wir das Ablenken durch Feuergewehr sichergestellt. Das schon mal vielleicht was wert. Wir werden es sehen. So, jetzt mal eben ganz kurz. Was haben wir denn hier vorne noch? Unterstützungsgelegenheit. Bewegung! Was ist das geworden, Michel? Wir schicken dich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Oder weniger. Gut, dafür müssen wir erstmal hier rein, um das zu machen. Ich guck mal. Direkten Gegner da oben. Ich will gar nichts mit dir an der Backe haben. So. Einmal ganz kurz hier auf die Karte. Ah, ist natürlich doof. Hier oben ist auch ein Aussichtspunkt irgendwo. Hm. Ich bin doch gar nicht. Ah. Ja, ja, genau. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal noch gucken, wo ist hier vielleicht ein Zugang. Hier haben wir eine Truhe, die ist aber gerade mal scheißegal, weil diese Truhe können wir eh nicht nehmen. So, irgendwo im Inneren dieses Gebäudes befindet sich die werte Dame. So, ich gucke jetzt gerade erstmal, dass ich den Aussichtspunkt vielleicht einnehme. Vielleicht habe ich dann noch ein paar weitere Möglichkeiten bei der Vorgehensweise. So, da sehe ich einen Eingang. Den können wir uns schon mal merken. Den werden wir dann nämlich gleich nehmen, sobald ich das hier synchronisiert habe. Ich hoffe, wir kommen auch wieder dahin zurück. Wäre nämlich schlimm, wenn nicht. Dann hätte man nämlich wieder ein Problem. Wir wüssten nämlich nicht, wie wir da reinkommen. Aber gut. Aber wo ich gerade hier bin, will ich natürlich diesen Aussichtspunkt mitnehmen. Na komm, noch eine höher. Und da wären wir. Einmal synchronisieren bitte, wo wir gerade hier in der Mission sind zwar. Aber da wird ein Feuerwerk gezündet. Natürlich auch schön, jetzt im Gleichmarsch. Ein Feuerwerk bei der Synchronisation. Wunderbar. Ja, nach das werde ich jetzt zwar nicht nehmen, den Sprung nach unten, sondern ich werde den Eingang suchen. Wir müssen nämlich hier unten rein. Feuerwerk gefällig. Das neue Jahr ist zwar schon eine ganze Weile alt, aber ein Feuerwerk ist immer was Feines. So, ab nach oben. Kletter, 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 kletter. Ich finde es faszinierend, wie der da diese steile Wände hochklettert. Ich würde es, glaube ich, nicht schaffen. Aber, naja, Spider-Man und so, ne? So, einmal runter, runter und nochmal runter und nochmal runter und dann da rein. Hallo, runter, danke. Nein, nach, hallo, da, rein, da, durch, danke. So, ja, da vorne hätten wir eine Wache. Oh, das war jetzt wieder mal die falsche Taste. Es war ja wieder klar. So, der wäre erledigt. Nummer 1. Können wir direkt mal plündern. Vielleicht hat er direkt auch wieder was dabei, was wir gebrauchen können. So, hier sehe ich jetzt keine weiteren Wachen gerade.
Der nächste wäre erledigt. War natürlich jetzt nicht ganz Assassin-like, aber ein bisschen Action kann ja auch mal nicht schaden. So, und da unten wäre unser Ziel. Ich muss echt schauen, wie ich der Sache nachgehe. So, da vorne hätten wir wieder eine Wache. Kriegen wir den Gegner irgendwie ausgeschaltet, ohne... Wer sieht mich denn da? Ah, da hinten. Scheiße. Nicht gut. Komm, geh weg. Das reicht, er ist nicht hier. Ja, genau. Er ist nicht hier. Ich bin gar nicht da. Oh, Himmel. Gott, verdammt noch eins. Hey, ist klar. Und schon kommen 20.000 Wachen angerannt. Genau so, durchbrochen von hinten. So, Nummer 1 ausgeschaltet. Und Nummer 2 hoffentlich hier auch gleich. Ja. Wäre auch erledigt. Mann, Mann, Mann. Den einen habe ich nicht gesehen. So ein Dreck. So, da vorne sehe ich eine Treppe nach unten. Könnte uns vielleicht... Du bist kein Patriot. Verdammt, Sie, Monsieur. Ich möchte euch für euer Kommen danken. Heute Nacht feiern wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Freiheit. Chin. Chin. Gut, also der bringt uns gerade nicht weiter. Der sorgt nur für Ärger. Jetzt geh doch einfach die Treppe runter. So, den kriegen wir doch bestimmt. Ja. Der wäre erledigt. Schnell mal hier rein. Weitergehen. Da sind Wachen. Bewegen sich zwei Stück. Hier vorne an der Tür steht einer. Der wird gerade begrüßt von einer weiteren Wache. Ja. Den können wir gerade noch nicht umlegen. Da müssen wir kurz warten, bis der andere sich umdreht. Gott verdammt. Wieso musste der sich denn jetzt gerade hier reinbewegen? Ja gut, das lief jetzt nicht so gut, aber Wachen trotzdem erledigt. So, unser Ziel befindet sich dort drüben. Da vorne ist eine weitere Glocke, vielleicht können wir die irgendwie ausschalten. Den Weinkeller bald durchsuchen. Ich will, dass alle hier sind, wenn das... Da vorne sehe ich wieder ein paar Wachen. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch antun, bevor wir weitergehen können. Ich könnte noch Unterstützung besorgen, klar, aber der Weg, der wäre jetzt doch ein ganzes Eckchen woanders. Dabei bin ich jetzt schon ziemlich in der Nähe unseres... Einmal hier rum. Wollen uns ja keinen Ärger machen. Was zum... Grenier! Verdammter Hurensohn. Na, kommst du hier hin? Etwas geht hier vor sich. Ja, yep, das tut es. Und du bist der Nächste, der dran glauben muss. Das hat weh getan. Einmal kurz ein Heildinge nehmen und dann erledigen wir auch diesen Gegner. Ja. Damit sind wir jetzt schon eine ganze Ecke weiter. Wir kommen unserem Ziel vor allem eine ganze Ecke näher. Denn die Gegner werden weniger. Schalten wir den da drüben noch eben schnell aus. So, auch der wäre erledigt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Freiraum, können uns ein bisschen freier bewegen.
Damit können wir uns mal umschauen, wo sich unser Ziel befindet. Ist gar nicht mehr so weit weg. Direkt hier vorne. Wachen sind noch überall. Verflucht, ja, den müssen wir jetzt ausschalten. Da habe ich den leider übersehen aus der Entfernung. So, und Ruhe hier. So, jetzt wird hier ein bisschen rumgeschrien. Egal. Oh Gott, hier sind aber einiges an Wachen. Damit der hier nicht wieder Probleme macht. Ach. Wie hat der mich denn jetzt gesehen, da so durch die 2000 Mitbürger? Ach, verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, ihr habt's gesehen, ich habe mich nur gewehrt. Warte, was? Was auch immer die gute Dame gesagt hat, ich hab's nicht verstanden. So, dann hat man hier vorne noch einen Gegner. Gott verdammt, das war jetzt nicht so gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die gute Frau irgendwie erledigen. Oh. Ja, ja, Assassine, wo will die hin? Bleib doch stehen, du blöde Kuh. So, wäre eliminiert. Komplizierter ging's ja jetzt wohl nicht mit dieser Eliminierung. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, der Moulin spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasher. Delasher! Milady. Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. So, das wäre geschafft. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Gebiet verlassen. Schnellstmöglich. Verdammt. Ihr habt Hilfe. Ja, die Flucht funktioniert bisher ganz gut. Da wäre noch ein Gegner. Und jetzt können wir, glaube ich, hier einfach aus dem Gebiet entkommen, indem wir hier oben lang. Hallo? Nicht nach oben, sonst nach unten. Da über dieses Seil. Hallo? Na gut, gehen wir halt einfach hier raus. Ist ja auch wurscht. Dass wir wegkommen und damit wären wir raus aus dem Gebiet und haben den nächsten Teil abgeschlossen. Kein Alarm ausgelöst, das ist natürlich klasse. Wir haben die Erinnerung abgeschlossen. Ja, zusammenfassend, das sah jetzt alles ein bisschen komisch aus. Assassin-like war es wohl nicht, wie wir sie erledigt haben, aber das macht ja jetzt auch nichts mehr. Hauptsache, die gute Dame ist erledigt. Ja, was haben wir Neues erfahren über diese Geschichte? Die gute Marie und Germain oder wie er hieß, kannten sich. Und De La Serre hat Germain aus dem Templerorden ausgeschlossen. Also dürfte damit wohl feststehen, dass der Germain und Co. die Templer und die Assassinen gegeneinander aufbringen möchte, um beide vielleicht zu vernichten. Gut, soweit sind wir jetzt schon mal.
dass dieser dafür verantwortlich ist. Aber wer ist dieser eine Typ? Oder war das einfach zeitversetzt schon? Ich sag mal, wir werden es wohl in der nächsten Hauptmission erfahren. Dann hier die Flucht, heißt es. De Maria des Leves Köln nun tot ist, ist es an der Zeit für das Treffen mit Elise und die Flucht aus der Gegend. Ja, das ist es wohl. Und dieser Mission, der werden wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge auf jeden Fall zutun. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ja, bevor wir dieses tun, bewege mich mal kurz hier drüben hin und renoviere noch mal eben kurz das Gebäude, um das nächste Café freizuschalten. Jetzt sind aber hier einige mit diesen komischen Kanistern. Ich schätze mal, dass das irgendwelche Getränke sind, die mit sich rumschleppen. Fände ich aber sehr interessant, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen hier in der Gegend. Beziehungsweise allgemein in diesem Spiel. Dass es hier Leute gibt, die mit so riesen Kanisterraketen, keine Ahnung, halb Teppichen rumlaufen. Du bist der Priester, oder? Zack, wieder einer erledigt. Mal eben kurz im Vorbeilaufen. Musste mal sein. Jetzt steht er nicht im Weg rum. So, jetzt haben wir noch ein paar hundert Meter vor uns, bevor wir bei diesem Café uns befinden. Das wollte ich unbedingt noch in dieser Folge mitnehmen. Um vielleicht dann in der nächsten Folge ein klein wenig Abwechslung reinzubringen. Wir werden sehen. Erstmal das Café freischalten. Ich hätte gerne nämlich alle. Das hätte ich dann doch ganz gerne. Auch wenn der Rest, naja, relativ überschaubar ist. Na, nun lauf doch, werte Dame. Nein, nein, ich bleib bestehen. Ich gehe weiter. Das stört euch nicht an mir. Ja, ja, komm, jagt mich doch alle. Schieß auf mich. Ja, nee, ist klar. Autsch. Da wäre jetzt ein Händler gewesen, aber der... Boah. Lasst mich doch alle mal in Ruhe. Hat euch nichts getan. So, ich hoffe, die haben mich nicht gesehen, wie ich da reingehuscht bin. So sieht's aus. Meine Güte, die haben mich aber einige verfolgt. Ist das schneller? Dieses Schwein. Besser, weiter. So, einmal. Naja. So, dann machen wir es halt mal eben so. Und schalten die mal ganz fix aus hier. Na, komm schon. Ach, jetzt block doch nicht. Ist doch eh schon tot. So, und der wäre auch weg. So, jetzt aber. Erledigt. Und dann gehen wir jetzt mal den restlichen Weg zu diesem blöden Café. Nein, ich bleibe nicht stehen. Warum sollte ich auch? Ich glaube, ich weiß, wo wir uns befinden hier gerade. Jetzt geh doch hier runter. Himmel. So, da wären wir. Hallo? Hallo, ich würde gern... Ich sag dazu jetzt gerade mal nichts. Na, endlich. So, bitte einmal dieses Café renovieren. Sind Sie sicher? Ja, ich möchte auf alle Fälle. So. Damit hätten wir auch dieses geschafft. Hier gibt es drei neue Missionen zu bewältigen. Wir werden sehen, was es sein wird in der nächsten Folge dann hier bei Assassin's Creed Unity. Bis dahin sage ich mal Tschüss und auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.